Machst du die Tür noch zu, Fred? Entschuldigt. Da wo geht die Tür? Fred, machst du die Tür zu? Ja, mach ich. Die haben mir gesagt, das ist das erste Mal, dass du der Letzte bist. Oh. Entschuldigung, bitte. Micha? Ja, das kannst du dir nicht aufdrücken. Komm mal einfach an. Ja, weiß ich. Ihr wollt ja noch aufhören. Meine Damen und Herren, bitte um Entschuldigung, dass ich zu spät hier erscheine. Wir haben ein recht dramatisches Regionalliga-Punktspiel gesehen. Mit einem sehr glücklichen, vielleicht verdienten Sieger des VfL-Walde. Nach den ersten 30 Minuten war davon nicht viel zu ahnen. Beide Trainer haben hier neben mir Platz genommen. Paul Pinder von Meisewitz, Michael Braune von Meisewitz-Walde. Als Gästetrainer hast du zuerst das Wort, bitte. Ja, du hast es ja schon gesagt. Ich denke, wenn die Spiele immer so laufen, werden die Zuschauer auch in die Stadien kommen. Es war ein hochintensives Spiel. Wir haben im Vorfeld gewusst, was auf uns zukommt. Wir hatten ja uns Erkundigungen eingeholt über den Spielstil und die vielen Lobeshymnen über Luckenwalde, aber ich denke, dass wir als ZFC generell die erste Halbzeit sehr gut gespielt haben. Wir haben versucht, nichts zuzulassen, hoch anzulaufen, haben den Gegner zu Fehlern gezwungen, sind dann auch, denke ich, vielleicht auch folgerichtig in Führung gegangen, zwar durch einen Elfmeter, aber wir hatten vorher schon ein paar Ballgewinne, die wir hätten ganz einfach für meine Begriffe besser ausspielen müssen. Sind dann mit der Führung in die Halbzeit. Ja, haben dann zweite Halbzeit, es war ja klar, dass irgendwann etwas machen wird. Sie haben dann besser für meine Begriffe Fußball gespielt, ohne jetzt so die zwingenden Sachen auszuspielen. Und ja, wir machen dann mit leichtsinnigen Fehlern, schenken wir das Spiel her und letztendlich waren dann die Konterchancen waren immer gefährlich. Das dritte Tor hat dann natürlich den Deckel drauf gemacht. Aber ich bin der Meinung, wir hätten schon irgendwas mitnehmen müssen. Ja, ich rede nicht gleich von einem Sieg, aber was zählt war, was wäre für uns ein Punkt gewesen. So fahren wir wieder nach Hause, können den Spielern gar nicht so groß in die Parade fahren, aber letztendlich fehlen uns ganz einfach die Punkte und das ist ärgerlich. Danke. Micha, herzlichen Glückwunsch, das ist voll im Soll, aber wahrscheinlich hast du in der ersten Halbzeit vielleicht auch erwartet, Meusewitz deutlich stärker, denn ich fand, das war die stärkste Halbzeit eines unserer Konzertkonzerten in den ersten vier Spieltagen. Ja, also wir wussten natürlich, dass hier mit Meusewitz ein richtig hartes Brett für uns kommt, war mir schon klar, was hier passieren wird. Wir wollten trotzdem mutig Fußball spielen, auch wenn der Gegner mal Druck macht, das gehört irgendwie zu unserem Spiel. Da war ich dann in der ersten Halbzeit nicht so zufrieden mit meiner Mannschaft, war dann im Ballbesitz, hat sich aber schon in der Woche so ein bisschen angedeutet, dass die Zufriedenheit relativ groß war bei der Mannschaft. Hatte aber Hoffnung, weil das Abschlusstraining am Sonntag sehr gut war, intensiv war, was uns so die Woche ausgezeichnet hat, hatte ich Hoffnung für heute. Leider haben wir die ersten 20, 30 Minuten völlig verpennt. Da hat uns Meusewitz leben gelassen, kann man so deutlich sagen, weil wir können sie auch 2-3-0 führen. Nach einer halben Stunde waren wir ein bisschen besser im Spiel. Zweite Halbzeit kann ich aber nur ein Kompliment machen, meine Mannschaft, dass man so den Hebel umlegt und dann mit der Intensität spielt, wie wir vorhatten, in Ballbesitz, auch Schauerentscheidungen mutig hält man raus, auch wenn man Druck ist. Und man muss auch ehrlich sagen, das 1-1, wenn das so nicht fällt, ist schon eine brutale Qualität von Daniel. Sind noch immer wieder im Spiel, aber hinten raus für mich nicht wirklich unverdient. Von daher freuen wir uns jetzt an 10 Punkte, aber die Aufgaben waren Freitag wenig Regeneration, schwierig für uns als Amateure, aber wir versuchen das Beste daraus zu machen und in Berlin nachzulegen. Dankeschön. Ja, Micha, danke dir ebenso. Beiden Trainern, gibt es Fragen aus der Runde? Herr Sie? Da das nicht der Fall ist, unsere Gäste haben noch einen relativ weiten Weg. Kommt gut nach Hause. Ich bin sicher, so wie ihr aufgetreten seid in den ersten 50, 60 Minuten, werdet ihr bei euch eure Punkte einfahren. Wir haben eigentlich schon gerne gedreht und heute solltet ihr das nicht machen. Kommt gut nach Hause. Tschüss. Okay, danke schön.